Heute ist der letzte Montag des Jahres, das heißt, es ist allerhöchste Zeit für die letzte Montagsfrage 2012 und die lautet, wie sieht es eigentlich aus mit den guten Vorsätzen fürs neue Jahr? Gut, die Frage ist jetzt nicht besonders originell, wird sie doch seit Jahrtausenden zum Jahreswechsel immer wieder neu gestellt. Und sie wird im Prinzip auch immer gleich beantwortet. Mehr Sport treiben, 10 Kilo abnehmen, Rauchen abgewöhnen, mehr Zeit für die Familie einplanen, weniger Fernsehen, Alkoholkonsum drastisch reduzieren und was da sonst noch so auf der üblichen Liste mit den guten Vorsätzen steht, die spätestens nach 14 Tagen wieder vergessen sind. Aber dennoch, so ein Silvester ohne gute Vorsätze, das ist wie Bleigießen ohne kaltes Wasser. Das eine ist ohne das andere nicht denkbar. Und für alle, die sich zum jetzigen Zeitpunkt immer noch fragen, was sie sich denn für das kommende Jahr vornehmen sollen, kommt hier mein ganz persönlicher Vorschlag für den guten Vorsatz 2013. Behandeln Sie ab dem morgigen Tag alle Mitmenschen, die Ihnen gegenüber eine wie auch immer geartete Dienstleistung erbringen, mit dem angemessenen Respekt und einer extra Portion Freundlichkeit. Die Verkäuferin in der Klamottenabteilung des Kaufhauses, den Kellner in der bis auf den letzten Platz besetzten Speisegaststätte, die Krankenschwester in der Notfallambulanz. Alle die in der Regel völlig unterbezahlten Menschen, deren Beruf es ist, ihnen auf irgendeine Art und Weise zu dienen. Wenn ich mir da so anschaue, wie manche Leute sich im Alltag in solchen Zusammenhängen aufführen, dann habe ich manchmal den Eindruck, diese Leute haben noch gar nicht mitbekommen, dass die Sklaverei in Deutschland seit geraumer Zeit abgeschafft worden ist. Da wird gekehlt und kommandiert, gezetert und gemeckert, beleidigt und beschimpft. Königin, Kunde und Kaiserpatient als unerbittliche Herrscher über das willfährige Volk ihrer Knechte und Mägde. Komm mal her, mach mal voran. Ich warte jetzt schon seit Stunden. Was ist das hier bloß für ein Saftladen? Ich bin jetzt auf der Stelle dran und wenn du nicht ruckzuck die Schuhgröße 43 ranbringst, lass ich den Abteilungsleiter kommen und dann gnade dir Gott, Lakai. Und die bedauernswerten Dienstleister müssen ergebens kuschen und auch noch eine möglichst gute Miene machen zum herrischen Spiel. Ja, natürlich, selbstverständlich, ich eile, ich fliege, stets zu Dienst, mein Herr, küsst den Hintern, gnädige Frau. Was alleine die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den unteren Etagen des Gesundheitswesens an Zumutungen und Rüpeleien ihrer ewig unzufriedenen Kundschaft ertragen müssen, das grenzt an vorsätzliche Seelen- und Körperverletzung. Und dabei geben sie in der Regel ihr Allerbestes, obwohl sie unter einem ungeheuren Zeit- und Leistungsdruck stehen. Und wie gesagt, unterbezahlt sind sie auch noch. Und deshalb mein Appell zum Jahreswechsel. Erklären wir das Jahr 2013 zum Jahr der Freundlichkeit. Das Leben ist schwer genug, da müssen wir es uns gegenseitig wirklich nicht noch schwerer machen. In diesem Sinne, guten Rutsch.